Hallo Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ja, weiter geht's. Ich hoffe, man hört den Ventilator nicht. Ich setze mich einfach so davor, weil es ist so heiß. Aber ja, wir dürfen uns nicht aufregen, weil wenn es kalt ist, regen wir uns auch auf. Gut, ich habe einiges vorbereitet für das heutige Spektakel, möchte ich mal sagen. Wir werden das... Danke. So, das Ritual machen. Dazu müsste es... es wird schon finster. War es nur Nacht? Mal gleich gucken. Und dann brauchen wir... Wir brauchen das. Und unser Schwert. Wir hatten mehr Damage. 6. Ist wurscht. So, nach einer kurzen Unterbrechung geht es weiter. Wir müssen jetzt noch Folgendes machen. Und zwar brauchen wir ein Silk Touch Upgrade für unsere Schaufel. Kann aber ich alles machen. Dazu brauchen wir... Wir haben es hier. Cheat-Modus. So, dazu brauchen wir ein Goldnugget und Fäden. Wir haben kein Goldnugget, gut. So, da brauchen wir 4 Stück. 1. Ja, ich hoffe, das geht sich aus. Genau. 2, 3, 4. Und einen Emerald werden wir dazu verbrauchen. Gute Deutsch. Genau. Das war eh der, ne? Genau. So, und den werden wir uns jetzt auf die Schaufel packen. Zack und zack. Und wir haben Silky drauf. Perfekt. So, damit können wir dann die Erde abbauen. Und wir werden uns jetzt ein bisschen helfen. Weil ich will jetzt nicht zu viel Zeit verschwenden und warten, bis da jetzt Mitternacht ist und so weiter. Und deshalb werden wir das jetzt gleich machen. So, ich habe glaube ich vergessen, das wieder umzustellen. So, also wir werden uns jetzt mal kurz auf Nacht umstellen. Damit das ein bisschen schneller geht, weil wir brauchen Mitternacht dazu. So. Gut, jetzt leuchtet schon mal das Siegel. Alles ist soweit fertig. So, und jetzt müssen wir nur noch die Kuh spawnen lassen und sie umbringen. Und bumm, fertig. So, und jetzt müssen wir nicht sterben. Das wäre jetzt noch... Genau, das wäre wichtig gewesen, aber ja. So. Gut, dann machen wir uns schnell nochmal ein Schwert. Ein Schwert, habe ich gesagt. Na, erst. Zapalot. So, da stellen wir... mal schauen wir mal, ob wir da jetzt zurechtkommen mit den ganzen Monstern. Da spawnen natürlich jetzt ganz schön viele. Aber das kriegen wir schon irgendwie hin. So. Oder auch nicht. Gut. Ja. Ich will ehrlich gesagt nicht 50 Mal sterben. Auf das habe ich keine Lust. So, nur schauen, dass wir es jetzt vor dem Tageseinbruch abbauen. Sonst ist alles weg. Ich hätte mir vorher gute Rüstung craften können. Ja, dann wäre es natürlich wesentlich einfacher gewesen. Aber ja, so geht's auch. Achso, das gehört nicht da. Das kann ich anlegen. Das kann ich anlegen. Das Gras brauche ich nicht. So, jetzt haben wir ein aktiviertes Siegel. Bräuchte ich nur den Rucksack. Ach Gott. Wo ist der Rucksack hin? So. Sollen wir den anlegen und da mal ein paar Sachen reinhauen. Werde dann eh gleich mein Inventar mal sauber machen. So. Das bauen wir irgendwann später, aber ich lege es dabei an. Ist ja nichts dabei. So. Jetzt brauchen wir unsere Schaufel. Dann bauen wir das schnell ab hier. Zack, zack, zack.
So viel bräuchte man gar nicht, aber wurscht. So. Mit dem Siegel können wir dann auch wieder diese instabilen Ingots herstellen, damit wir uns die Flügel craften können. Und so weiter und so weiter. Aber das braucht noch ein bisschen, weil das ist ziemlich diamantaufwendig. Solange haben wir halt das Jetpack. So. Zack, zack. Ah, da können wir irgendwann mal unsere Mobfarm groß ausbauen, ohne jetzt nochmal das Ritual machen zu müssen. Das verbreitet sich hier schon ziemlich schnell. Muss ich mich beeilen. Obwohl, wenn es Tag ist, brennt das Ding sowieso ab. Das hat den Vorteil. Na, schauen, dass wir zwei Stacks herausbekommen. Der Rest kann dann im Prinzip verbrennen. Weil zwei Stacks ist eh schon mehr als genug. Ich habe jetzt Folgendes beschlossen. Und zwar werde ich jetzt immer schauen, dass ich eine Folge soweit fertig bringe. Also das, was ich anfange, auch fertig bringe und auch da eins vorbereite. Und wenn halt dann die Folge länger dauert, dann dauert sie einfach länger. Weil, ja, das ist einfach am besten so. Und, jetzt ist schon wurscht. Und so wird das wahrscheinlich sein. Dann kann es auch schon mal sein, dass die Folge 40 Minuten lang ist. Oder wenn ich schneller fertig bin, werde ich vielleicht noch ein paar Farmsachen erledigen. Aber es wird im Großen und Ganzen immer das, außer es ist jetzt ein größeres Projekt, nur zum Beispiel jetzt die Farm. Das ist jetzt nicht so megamäßig viel Aufwand, dass ich jetzt sage, okay, das bringe ich in einer Folge nicht unter. So. Ja, das reicht alle Male. Sonne geht eh schon auf, jetzt sollte das dann verbrennen. Und wir können auch jetzt im nicht gefährlichen Modus das umbauen. So. Hier kommt das rein. Kann ich die Erde wieder rausschütten. Weil das geht nur auf naturbelassener Erde. Also Erde oder halt auf Gras, glaube ich. Auf Erde selber geht es nicht. So. Zack, 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 zack. Eigentlich wollte ich vorher noch was vorbereiten. Eieiei. So. Jetzt müssten wir noch irgendwie die Erde aufnehmen. Ah, oje. Oje, da habe ich ja aufgemacht. Wo ist mein Basalt? Eieiei. Eieiei. So, mir fehlt ein Basalt. Da habe ich doch glatt die Decke aufgemacht. Weil ich wollte, habe eigentlich gedacht, dass es so funktioniert, aber war nicht der Fall. So, und das verbrennt da jetzt alles schön. Genau, dass da nichts mehr überbleibt. Dann spawnt auch nicht mehr so viel. Da hat man damals, glaube ich, schon damals beim letzten LP diese großen Probleme mit dem, dass uns das da alles umbringt. So, tausch mal das gar raus. Wir haben ja genug. Da müssen wir noch das Glas machen. Malwerk und so weiter haben wir ja schon. Die Tanks herrichten und dann geht's schon los. So, das kommt jetzt mal alles ins ME-System. Lösch mal schnell die Death Points. Löschen wir diese schlechten Erfahrungen aus unserem Gedächtnis. So. Zack, zack, zack. Lauter klumpert. Seeds, Überseeds. Da werden wir jetzt dann auch bald wieder weitermachen bei der Farm. Gut, so, das stellen wir auf jeden Fall mal wieder um. Dass wir da jetzt nicht wieder den Fehler machen. So, ich hätte nämlich gerne dieses, wo ist es? Dunkler Glas, wo haben wir es denn? Glas, 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 Glas. CDA-Glas, nein, da ist es. Dunkler Glas. Und das werden wir uns jetzt machen. Da brauchen wir verdichtetes Glas, da brauchen wir Sandglas. Und der gibt es mir nicht raus. Warum nicht? Magst du nur normales Glas? Magst du nur normales Glas? Du magst nur normales Glas. So. Wenn wir das mal durchbraten. Und dann haben wir schon unser verdichtetes. Und das müssen wir dann
Ja, zeige ich gleich, wenn wir 5 Stück haben. Und das müssen dann wir damit zu Vorhängen vercraften. Die habe ich auch schon gecraftet. Das ist einfach 6 Wolle. Und was halt der Vorteil ist, man kann zwar durchsehen, aber für den, also immer, ja, es ist einfach dann finster in dem Bereich und es scheint kein Licht von außen durch. Das heißt, wenn ich da den Raum jetzt zubaue, kann es bei mir hell sein, aber es scheint jetzt nichts durch und ist ein abgedunkelter Bereich hinten. Da müssen wir halt schauen bei der Mobfarm, dass wir die gleich ziemlich fertig haben, weil wenn die einmal läuft, wird es ohne sterben oder eventuell auf peaceful umschalten schwer werden, die da irgendwas zu erledigen. Aber im Prinzip könnten das Malwerk gleich mit runternehmen. Das kugelt da irgendwo herum. Dann können wir noch die Anschlüsse, den Tank werden wir dabei nur provisorisch machen. Da wird es dann wahrscheinlich einen eigenen Tankraum geben für alle möglichen Flüssigkeiten. Brauchen wir noch Elevator nachher. Schon alles vorbereitet. So, hier steht dann der Grinder. Und jetzt werden wir das hier zubauen. So. Wieder brauchen wir noch einiges an Glas. Wie schaut das von oben aus? Genau, weil dann kann man schön oben reinschauen. Und für den ersten Spawner ist das ganz gut. Wenn wir für den anderen Spawner, für die Autospawner, dann wegen irgendwas mehr Platz brauchen, dann werden wir ihn einfach tiefer setzen, weil dadurch, dass wir unten das Quarry-Loch haben, ist ja das im Prinzip kein Problem. Natürlich alles, ja, wurscht. Da können wir da ziemlich leicht das tiefer machen. Aber wir brauchen eh noch ein bisschen was. So. Der Quarry war auch schon brav. Auch schon einiges an Eisen herausgefördert, ja, Ton. Da werde ich dann jetzt dann mal ein bisschen was produzieren lassen, dass man dann, wie heißt's? Unser Bauernhaus, wollte ich schon sagen. Unser Farmgebäude fertig bauen können. Ja, sonst noch irgendwas Spannendes gefunden? Ein paar Büsche. Ja, sonst noch nicht so super spannende Sachen. So. Dann bitte mach nochmal Glas. 10 Stück. Jetzt haben wir kein Dings mehr, glaube ich. Aber ich kann, glaube, das wird knapp. Müssen dann nämlich wieder Wolle farmen gehen. Das ist das Problem. So, seht ihr, jetzt ist schon ziemlich dunkel hier. Das geht sich genau aus. So, und jetzt kann ich nämlich hier Fackeln setzen, wie ich will. Aber da drin bleibt es einfach dunkel. So. Wir werden das jetzt folgendermaßen machen. Blöd ist jetzt wegen der Mob-Essenz. Da werde ich mir jetzt mal schnell ein Fass craften. Wie war denn das? so kompliziert. Aha. Und dann hätte ich noch gerne die Gold-Chest. So. Und ups. Und dann hätte ich noch gerne Flüssigkeitsleitungen und Strom. Wir brauchen Strom ja auch noch. Ho, 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 ho. Strom. Strom, 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 Strom. So. Das wird dann natürlich alles dann noch mit Fassaden verkleidet. Aber die machen wir dann eventuell die nächsten Folgen irgendwann. Weil jetzt dabei ist es noch nicht so wichtig. Ich weiß, dass da irgendwo ein Kabel liegt. Das hätte ich vielleicht offen lassen können. Hier. Wie gehen wir da? Da gehen wir, wir werden das von unten rausziehen. Schon wieder ein Stein verloren. So.
Weil, okay, dann machen wir auf jeden Fall noch Flüssigkeitsleitungen. So. Perfekt. Da eine Flüssigkeit dran. Da eine Strom dran. Na. Und einmal noch nach unten. So. Da gehen wir dann da durch die Wand. Und schließen das Ganze dort an. Und fertig. So. Tipp, tipp, tipp. Tap, tap. Ah, da wird schwer. So. Zack, zack. Gut, jetzt hat er mal Strom. Genau, er arbeitet. Und das. Jetzt brauchen wir noch die Liquids. Bam, 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 bam. So, Leitungen. Machen wir dann den doofen Shit wieder. Aber jetzt haben wir ja so viel Material, dass das ja alles kein Problem mehr ist. So. Dann gib mir jetzt noch die Dinger. Reicht, perfekt. Dankeschön. Und die Goldchest habe ich jetzt ja. Das wird dann später mit meinem E-System verbunden. Und dann läuft das auch ganz von alleine. So, das machen wir jetzt da einfach mal ganz primitiv. Zack und zack. Und dann noch eines nach oben. Und da steht dann das Fass drauf. Das bleibt jetzt dabei offen. Bis man dann... Das zu, den stellen wir wieder her, weil den brauchen wir später eventuell wieder. So, jetzt machen wir das da alles zu. Gut, jetzt einfach nur noch die Kiste dran. Und der müsste eigentlich schon laufen. Und jetzt geben wir mal Gas. Jetzt müssen wir warten, bis das hier abgerennt ist. Dabei werde ich mir irgendwo hier was zum Trinken holen. Ja, hier. Ah, super. So, jetzt habe ich was Wichtiges vergessen. Und zwar, das wird jetzt lustig. Ja, das war mir jetzt fast klar. Ah, okay, es funktioniert eh. Dachte, ich muss ihn umstellen, aber er funktioniert so auch. Und wir haben hier schon unsere Essenz. Das wird dann nachher direkt mit die Autospawner verbunden. Und somit haben wir jetzt hier eine kleine, süße Mobfarm. Und wir können hier auch oben schön zuschauen, wie sie alle sterben. Und wie ihr seht, es ist stockfinster da drin. Das heißt, wir brauchen nicht Sorgen machen wegen Beleuchtung oder sonstiges. Ja, dann hätte ich auch gesagt, wir haben das Projekt Mobfarm soweit abgeschlossen. Nächstes Projekt wird sein diese Mobfarm. Da sollten wir eigentlich alles haben. Autospawner, gucken wir mal. Ja, ich werde jetzt noch Magma Cream besorgen und Netherwarzen. Und dann können wir mit dem eigentlich auch schon voll loslegen und Enderman spawnen lassen. Muss ich schauen. Okay, es reicht für Enderman. Den werde ich auf jeden Fall noch ein bisschen tiefer machen. Weil der ist fast zu... Da, er ist bei 3 spawnen zwar Enderman. Aber, naja. Ein bisschen tiefer kann ich es ja noch bauen. Gut. Dann bedanke ich mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Und wir sehen uns dann morgen wieder. Ciao.